Das ist Melissa. Sie ist 8 Jahre alt und hat noch 2 Geschwister. Eigentlich ein ganz normales Mädchen. Aber sie muss in eine Klinik und dort operiert werden, denn Melissas Herz ist krank. Melissa geht es gut. Sie merkt gar nichts davon, dass mit ihrem Herzen etwas nicht stimmt. Aber der Eingriff ist ganz dringend. Mit 7 Monaten wurde Melissa schon einmal am Herzen operiert. Damals konnte das Blut aus ihrem Herzen nicht richtig in den Körper fließen, da es eine sehr enge Stelle an einer Ader gab. Und zwar hier. Dieser runde Bogen, der heißt Aorta. Er ist sozusagen die wichtigste Blutautobahn und schickt das Blut aus dem Herzen überall in den Körper. Bei Melissa war die Stelle zu eng. Ähnlich, als wenn du versuchen würdest, Cornflakes mit Milch durch einen Strohhalm zu saugen, was unheimlich anstrengend ist. Seitdem muss sie regelmäßig zu Untersuchungen gehen. Das ist ganz wichtig. So haben die Ärzte auch Melissas neues Problem am Herzen entdeckt. Vor ein paar Jahren ist in Melissas Herzen eine kleine Stelle gewachsen, die da nicht hingehört. Diese Stelle befindet sich genau unter der Aorta, in der linken Herzkammer. Die Ärzte sagen Geschwür oder Verdickung dazu. Du kannst dir an dieser Stelle einfach eine Art Knubbel vorstellen. Wegen diesem Knubbel kann das Blut bei Melissa nicht richtig fließen. Das Herz muss sich besonders anstrengen, dass das Blut überhaupt in Melissas Aorta kommt. Denn der Knubbel verengt den Weg für Melissas Blut. Deswegen tun die Ärzte und Schwestern in der Klinik alles Mögliche, um Melissa zu helfen. Auf der Kinderherzstation werden Melissa und ihre Eltern schon erwartet und begrüßt. Die Schwester macht auch die erste Untersuchung mit Melissa. Sie wird gewogen, gemessen und ihr Blutdruck bestimmt. Okay. Luft. Riechst du mir jetzt ein Körperpflaster, damit wenn du piekst, wird es nicht wehtut? Ja. Das ist Melissas Zimmer auf der Station. Während Mama schon alles auspackt, begutachtet Melissa ihre neuen Zauberpflaster. Das sind Creme, damit es mir nicht weh tut, wenn die mir spritzen. Also, sicher. Vor der Operation wird Melissa noch einmal gründlich untersucht. Die meisten Untersuchungen kennt sie schon. Schließlich war sie schon oft beim Arzt. Auch in dieser Klinik. Jetzt telefonieren wir mal kurz mit deinem Ärzten. Die Untersuchungen sind ganz wichtig. Denn Melissa muss für die Operation gesund sein. Sobald sie einen Schnupfen hat, kann es sein, dass der Termin verschoben werden muss. Der Schnupfen würde nämlich die Abwehrkräfte unnötig schwächen. Und das könnte während der OP gefährlich werden. Auf dem Ultraschall kann man Melissas Herz ganz genau sehen. So können die Ärzte von außen genau beobachten, wie ihr Herz arbeitet und was sie bei der Operation beachten müssen. Und da ist es, Melissas Herz. Die Ärztin zeigt Melissa und ihren Eltern die Stelle im Herzen, die operiert werden muss. Am Nachmittag ist das Operationsvorbereitungsgespräch. Hier können alle Fragen gestellt werden, die den Eltern und Melissa einfallen. Denn das Gegenteil von Angst ist Information. Dann versteht man alles gleich viel besser. Hier unterhalb der Hauptschlagader, da findet sich hier so eine, ja, so wie so eine narbige Verdickung. Und diese narbige Verdickung führt dazu, dass die dass diese linke Herzkammer sehr viel Kraft aufwenden muss, um das Blut in die Hauptschlagader zu befördern. Also das hängt so ein bisschen. Der Chirurg erklärt ganz genau, was an Melissas Herzen nicht stimmt und was bei der Operation gemacht wird. Der Arzt ist auch derjenige, der Melissa operieren wird. Und Melissa hat ja auch schon Annas Herz-OP gelesen. Darin wird alles extra für Kinder genau erklärt. Jetzt wird sich herausstellen, ob die Zauberpflaster was gebracht haben. Melissa wartet auf ihre letzte Untersuchung. Blut abnehmen. Zum Glück haben die Zauberpflaster Melissas Hände betäubt. Und Mama und Papa sind als moralische Unterstützung natürlich auch eine große Hilfe. 1, 2, 3. Pika, fertig. Das ist schlecht. War schlimm? Gelesen. Richtig gut.
kommt ja noch. Am nächsten Morgen ist es soweit. Melissa wird operiert. Deswegen gibt es auch kein Frühstück. Für die Operation muss Melissas Magen nämlich leer sein. Sonst kann es sein, dass sie sich während der Operation übergeben muss. Morgen, Melissa. Hast du ausgeschlafen? Das ist toll. Das ist toll. Wie ist das? Tabletten nimmt sie lieber ganz oder aufgelöst? Ich glaube, lieber ein bisschen aufgelöst. Ja. So. Mit der Ekel. Es schmeckt nicht gut, kann ich dir sagen. Aber machst du einfach mal einmal so und runterschlucken und dann ist es fertig. Jawohl, genau. Ah, gut, ne? Umgezogen und schon ein bisschen müde, wird Melissa im Bett zum Operationsraum gefahren. Mama, Papa und die Krankenschwester begleiten sie bis dahin. Zur Beruhigung bekommt sie noch ein Medikament gespritzt. Vor der OP-Schleuse müssen Mama und Papa dann Tschüss sagen. Dafür darf der Tiger mit reinkommen. So ist Melissa nicht ganz alleine. Im Vorbereitungssaal bekommt Melissa ihre Narkose. So kann sie die ganze OP verschlafen und hat überhaupt keine Schmerzen. Der Arzt kümmert sich auch um das Legen der Zugänge. Das sind diese Schläuche. Dadurch bekommt Melissa Medikamente und Flüssigkeiten direkt und gut dosiert. Und notfalls kann auch schnell Blut verabreicht werden. Aber davon merkt Melissa schon nichts mehr. Sie schläft tief und fest. Jetzt wird Melissa endlich in den Operationssaal gebracht. Doch es dauert immer noch ein bisschen, bis die Operation losgeht. Alles muss gut vorbereitet werden. Jetzt kann die Operation beginnen. Dafür brauchen die Ärzte ziemlich viele Geräte, die anzeigen, ob alles in Ordnung ist und ob es Melissa gut geht. Deshalb sind auch so viele Leute im OP-Saal. Jeder hat eine eigene Spezialaufgabe und passt gut auf. Jetzt startet die Herz-Lungen-Maschine und übernimmt die Arbeit für Melissas Herz. Das Herz hat jetzt für die Dauer der Operation Pause. So können die Chirurgen viel besser ihre Arbeit machen. Denn wenn das Blut ganz normal durch Melissas Herz fließen würde, könnten die Chirurgen nicht gut sehen. Aber durch die Herz-Lungen-Maschine haben sie freie Sicht. Wie lange die OP genau dauert, kann man gar nicht sagen. Das ist bei jedem Kind ganz unterschiedlich. Jetzt ist alles so, wie es sein soll. Die Ärzte überprüfen noch einmal das Ultraschallbild und sind zufrieden. Der störende Knubbel ist weg. Hier der Vergleich zu vorher. Diese Stelle wurde entfernt. Jetzt kann Melissas Herz ganz normal arbeiten und muss sich nicht mehr so anstrengen. Es übernimmt auch wieder die Arbeit der Herz-Lungen-Maschine. Und der Chirurg kann Melissas Brustkorb zunähen. Damit alles gut verheilen kann, bekommt Melissa noch ein Pflaster. In einem neuen Bett und natürlich wieder in Begleitung von Kuscheltier-Tiger wird Melissa auf die Intensivstation gefahren. Auf dieser Station wird sie rund um die Uhr ganz besonders betreut. Melissas Operation war erfolgreich. Ihr geht es gut und die Ärzte sind zufrieden. Durch die Narkose wird sie auch noch ein bisschen schlafen. Während Melissa auf die Station gebracht wird, erklärt der Chirurg ihren Eltern und zwei Bekannten, wie die Operation gelaufen ist. Auf der Intensivstation sind ganz viele Geräte, Kabel und Schläuche an Melissas Bett. So kann sie mit allem versorgt werden, was sie braucht. Der Monitor misst Melissas Herzfrequenz, Blutdruck und Sauerstoff. Ein anderes Gerät hilft ihr noch ein bisschen beim Atmen. Und noch ein anderes Gerät gibt Melissa automatisch Medikamente, damit sie keine Schmerzen hat. Endlich sieht sie auch Mama und Papa wieder. Alle sind sehr froh, dass die Operation vorbei ist. Am Nachmittag wird Melissa aufwachen
und wenn alles in Ordnung ist, morgen auf die normale Station kommen. Nach ein paar Wochen geht es Melissa schon viel, viel besser. Bei ihr ist alles gut gelaufen. Sie muss aber noch Tabletten nehmen, damit ihr Herz nicht so schnell schlägt. Das nennt man hohe Herzfrequenz. Melissa braucht aber die Pillen nicht mehr lange zu nehmen. Sie ist ziemlich froh, wieder zu Hause zu sein, weil sie nach ihrer Operation knapp anderthalb Wochen im Krankenhaus war. Von der Klinik hatte sie vorher ganz genaue Vorstellungen. Aber dann war alles doch ganz anders. Also ich habe gedacht, dass du halt also ein bisschen kleiner war, aber dort war es riesig. Und also am besten war, dass meine Freunde da waren. Und nicht so gut war, dass dort einfach langweilig war. Bis auf ihre Operationsnarbe ist wieder alles wie vorher. Und endlich darf sie auch wieder reiten. Durch die Operation muss sich Melissas Herz nicht mehr besonders anstrengen und kann normal arbeiten, wie jedes andere Herz auch. Trotzdem muss sie noch regelmäßig zum Arzt gehen, lernen, auf sich zu achten und auf die Signale ihres Körpers zu hören. Sie wird langsam zur Spezialistin in eigener Sache und weiß dann selbst am besten, was gut für sie ist.